Moin, ich bin jetzt mal wieder Wolfgang aus Flensburg. Ja, wir haben also seit Wochen, zwei Wochen oder so, den ersten richtig schönen Tag. Und da habe ich mit einem kleinen Ausflug nach Kappeln an der Schlei gemacht. Nein, stimmt ja gar nicht, nach Maasholm. Das ist gegenüber von Kappeln, so eine kleine Landzunge oder Halbinsel in Schleimünde. Wo dann auch die Schlei abgeht Richtung Schleswig. Das Wetter ist schön, es war heute Morgen richtig blau, jetzt ist es ein bisschen bewölkt, aber ich dachte, meine Frau und ich und dann Bella, der Hund, wir machen mal einen kleinen Ausflug. Ja, und ich habe ja Anfang der Woche schon ein Video reingesetzt und da muss ich sagen, ich will erstmal ein paar Dinge in eigener Sache sagen. Ich war überrascht, was das für eine Resonanz war und auch wie viele Kommentare ich bekommen habe. Und ich war also völlig geplättet, wie begeistert ihr wart, dass ich wieder da bin und wieder Videos mache. Naja, da zum Ersten, da sind so viele Kommentare gewesen, dafür möchte ich euch eigentlich danken. Also richtig von Herzen danken. Nur, ich bin von Natur aus schreibfaul. Und was soll ich da auf alle Kommentare antworten? Also das weiß ich einfach nicht. Kurze Pause, da kommen Leute. Seid also nicht böse, wenn ich nicht auf die Kommentare schriftlich antworte. Aber ich lese sie alle und gebe dann auch ein Herz. Es sei denn, da kommen richtig konkrete Fragen, dann bemühe ich mich natürlich, die zu beantworten. So, das war das Erste. Jetzt erstmal die Hausarbeit in dieser schönen Syringpfeife. Das ist die Nummer, 999 von ihm. Habe ich den Roman Peters Burnack Tabak, den mir ein lieber guter Freund aus der Schweiz geschickt hat. Auf diesem Wege, Renato, vielen, vielen Dank dafür. Ich genieße den Tabak und wir denken an euch. Wir wünschen euch, dass am Wochenende alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt und dass alles gut geht. Ja, was war noch? Ach so, ja, ich habe gemerkt beim letzten Video, dass da so öfter Windrauschen ist und ich beschäftige mich jetzt seit ein, zwei Tagen damit, auf Amazon irgendwie ein günstiges Mikrofon mit so einem Windschutz zum Anklippen zu finden. Aber da ist die Auswahl so groß, ich will ja auch nicht so viel Geld ausgeben. Sollte also jemand von euch Erfahrung damit haben, dann würde ich mich riesig freuen, wenn da einer mir irgendwas empfehlen könnte, so bis 30 Euro oder so. Irgendein Mikrofon, das ich also aufs iPhone aufstecken kann und hier anklippen kann. Ja, das war es erstmal soweit und ich zeige euch nachher später Eindrücke aus Maasholm. Bella freut sich des Lebens. Ah, jetzt ist aber gut. Diese kleinen Bootsliegeplätze gibt es schon über 100 Jahre hier in Maasholm und die sind teilweise schon ewig in den Familien und werden weiter vererbt. Und wenn sie denn vermietet oder verkauft werden, sind es ganz begehrte Objekte. Und da ist die kleine Maasholmer Kirche. Ich war noch nie drin, aber es sieht unheimlich niedlich aus. Der alte Seenotrettungsschuppen. Da wurde dann das Boot rausgeholt und dann wurde raus zu dem Schiffbrüchigen oder zu den Leuten, die Hilfe brauchte, Rausstraße von Kappeln. Und hier werden wir jetzt gleich in ein Café gehen und einen Kaffee und einen Kuchen essen. Ein bisschen Pause muss ja sein.
drüben ist der Leuchtturm Olpenitz. Und wenn ich jetzt darüber schwenke, kann man diese ganzen Häuser sehen. Da war früher der Marinestützpunkt Olpenitz, wo ich beim zweiten Schnellbootgeschwader war. Da ist alles, die Marine ist alles weg. Da hat man jetzt ein riesen Ferienresort gebaut. Und am Ende dieser Ausfahrt, dann rechts um die Ecke, da ist dann die Einfahrt zur jetzigen Marina Olpenitz. Also ein, wie ich finde, nicht besonders schönes Ferienresort. Da kann ich auch in eine Kleinstadt fahren und mitten in einer Kleinstadt Urlaub machen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das ist der Deich, den man also endlos lang wandern kann. Das ist also eine wunderschöne oder ein wunderschöner Spazierweg. Und dort geht's dann zum Hafen von Marsholm. Den sieht man im Hintergrund. Da kommen wir nachher noch hin. Nach der langen Wanderung ein leckeres Matjesbrötchen. Oh, da freue ich mich drauf. So, zum Abschluss sind wir noch bei der Marina und beim Fischereihafen. Ja, ist doch, wenn man bedenkt, dass die Fischerei ziemlich am Boden liegt und dass die Probleme haben ohne Ende wirtschaftliche, ist doch noch einiges los hier. Ja, da haben sie ihr Zubehör gelagert. Ja, oder Schrott, wer weiß. Ja, hier sind noch ein paar aktive Fischer. Da ist ein Dampfer, mit dem man Schleirundfahrten machen kann. Ja, so ein gefakter Raddampfer. Ich weiß nicht, ob die hier was zu suchen haben. Die können von mir aus am Mississippi rumschippern. Aber naja, das ist alles Geschmackssache. Da unten Seenotrettungskreuzer. Die Jungs, die haben einen wichtigen Job, bewundernswert. Und wenn man bedenkt, dass das Ganze nur von Spenden finanziert oder aus Spenden finanziert wird, das ist Wahnsinn. Deswegen, wenn ihr mal auf Tresen in irgendwelchen Lokalen diese kleinen rot-weißen Rettungsboote sieht mit Spenden für die Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Ich finde, das ist jeder Euro wert, der da reingeschmissen wird. Ja, und hier ist das kleine Beiboot. Und die Jungs, die gehen bei jedem Wetter raus. Darf ich mal darüber schwenken? Danke, das ist nett. Das war's eigentlich. Bella will in unser allem Namen Tschüss sagen. Und jetzt will sie ins Auto und will nach Hause fahren. So, Bella, hopp. Jawohl, das ist fein. So. Ne, und jetzt geht's nach Hause. Tschüss.